Hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Erster Punkt heute ist bei Horsti die Bremse wieder richtig einzuhängen und teils einzustellen. Warum sage ich teils? Weil wir immer noch keinen Fettnippel haben. Und wir haben ein Fernpaket. Und zwar kommt das vom lieben Fred. Fred hat uns noch eine kleine Nachricht dabei getan. Und zwar, hallo Marc, wie besprochen sende ich an bei die Lackierpistole. Leider liegt sie bei mir nur rum, also im Keller rum, wobei du bestimmt bessere Verwendung dafür hast. Viel Spaß damit. Liebe Grüße, Fred. Er hat das im Streamchat angekündigt gehabt, dass er noch einen rumliegen hat und die mir zusenden wollte. Hier haben wir sie. Eine schöne Lackierpistole mit SATA-Anschluss. Dann haben wir den Becher, Deckel, Lackierpistole. Das ist cool. Made in Germany. Fred, ich sag schon mal vielen Dank. Das wird uns auf jeden Fall helfen. Da ist jetzt eine 1,4er Düse drauf. Ich denke, Maro wird mir das dann auch erklären, was wir da brauchen, was wir da nicht brauchen. Für den Füller war meiner Meinung nach, also was man mir gesagt hat, irgendwie 2 oder so. Ich hatte ja in der Zwischenzeit auch eine neue geholt. Ja, die ist auch angekommen. Und das Schöne ist, das sind beides dieselben Aufnahmen. Das bedeutet, rein theoretisch passt dieser Deckel auch hier drauf. Tut er. Coole Sache, Fred. Vielen Dank. Und jetzt wird gearbeitet. Wie stellt man die Bremse bei dem hier ein? Das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, ihr habt einfach so ein Zugsystem. Ne? Hier habt ihr eine Führungsstange vorne, die zieht nach vorne. Und dann wird das Ganze verteilt. Von einer Stange in 2, den 4. Ganz einfache Sache. Jede Seite ist natürlich dann für eine Seite von den Rädern. Sprich, das ist die rechte Seite, das ist die linke Seite. Warum ist das so? Weil damit die Seile besser laufen. Ich habe jetzt schon mal vorsorglich habe ich diese hier ganz rausgeschraubt, damit die komplett zurückgezogen werden können. Aufgrund der Tatsache, dass die Federn auch ein bisschen dazu beitragen, dass das ganze Gestänge wieder zurückkommt, nachdem ihr quasi aufgehört habt zu bremsen. Also wenn ihr in der Auflaufbremse drin steht und losfährt, dann muss sich das Ganze natürlich ja so wieder entspannen können. Und dafür sind diese Federn hier hinten da. Und deswegen habe ich die jetzt hier weiter nach hinten gedreht, dass wir das quasi über die restlichen hier quasi uns ordentlich spannen. Klar müssen wir die gleich wieder ein bisschen zurückdrehen, aber das meiste würde ich gerne über die anderen Stangen machen und dann hinterher natürlich über die Räder selber. Kann man nämlich auch einstellen. Also ihr habt in jedem Rad oben, da oben eine Einstellschraube, die ist an jedem Rad quasi dran. Man könnte das Ganze so einstellen. Ganz einfach, ne? Wie jeden zu. Ich hoffe für jeden verständlich. Das machen wir jetzt mal eben und dann gucken wir mal, wie gut wir die eingestellt kriegen. Wenn wir das hinten grob eingestellt haben, machen wir das hier vorne. Die Stange, die kann man natürlich hier weiter reindrehen. Die ist natürlich ganz rausgedreht. Im Normalfall müsst ihr die dann hinten mit einem Schraubenschlüssel reindrehen. In meinem Fall kann ich jetzt hier mit dem Finger erstmal ein bisschen vordrehen, bis es halt nicht mehr geht, bis sie jetzt stramm werden. So, jetzt haben wir hier vorne noch ein kleines Stück Spiel. Das würde ich lassen, um es hinterher einstellen zu können. Die restliche Einstellung können wir an den Rädern selber machen. Das Ganze natürlich auch noch fixieren hier, dass das sich unnötig verstellt. Zack, jetzt haben wir hier ungefähr 1 cm Restgewinde. Ich denke, das ist hier perfekt. So, jetzt sieht das hier auch schon ganz anders aus. Das Ganze ist ein bisschen strammer, hat sich alles so ein bisschen zurückgezogen. Die Räder müssten eigentlich noch frei sein. Sind sie auch. Alle laufen noch frei. Ja, da schleift es. Das wäre der hier. Ich weiß nicht, ob der gleich da ist. Der ist noch ein bisschen nicht zurückgedreht. Also, die sind fast alle zurückgedreht gleich, bis auf den. Der ist noch, da fehlt noch ein kleines Stück. Aber deswegen schleift er auch ganz leicht und die rollen immer noch alle. Und das Schöne ist, dass die Federn jetzt schon auf Spannung sind, was richtig gut ist, damit das Ganze auch immer wieder zurückgezogen wird. Weil vorher waren die immer so ganz lasch hier am Rumhängen. Die konnte man so bewegen. Wenn man zu feste gedrückt hat, sind die auch rausgefallen tatsächlich. Und das war absoluter Humbug. So, ich habe leider einen Fehler gemacht. Und zwar muss dieser Dämpfer für die Handbremse quasi noch eingehangen werden. Das geht am einfachsten, wenn man den aushängt hier. Das heißt, ich habe die Schraube jetzt schon mal nochmal gelöst. Und drehe die Stange jetzt nochmal zurück. Wenn ich wieder reindrehe, weiß ich ja ungefähr bis wohin. Ich habe es aber gerade schon mal getestet. Also das sieht tatsächlich mir ziemlich gut aus. Der kommt komplett zurück, so wie es sein soll. Also weiter geht er auch nicht zurück. Und die Räder sind alle frei nach dem Bremsen. Also das scheint schon mal sehr gut zu funktionieren. Hat es aber vorher auch. Also das will ich jetzt nicht als Referenz dauern. Ich mache die Stange mal eben kurz raus und dann können wir den Dämpfer einhängen. So,
Wollen wir das nicht zurückschieben? Ihr habt jetzt gerade gesehen, schon der kam alleine zurück. So wollte ich das haben. Das bedeutet, dass das auf jeden Fall schon mal funktioniert. Perfekt. Jetzt kann man den aber weiter nach hinten drehen. Oh, das ist schlecht. Das bedeutet, die Schraube muss weiter hier raus. Die darf nicht so weit hier auf der Seite stehen. Das ist schlecht. So, Schraube drauf. An der Seite. Jetzt hebeln wir den wieder zurück. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, meine Idee funktioniert leider nicht. Auch dass wir da die Schraube drauf gemacht haben, weil wenn wir die nach vorne ziehen würden, würde er immer dagegen kommen. Und er macht mindestens den Move, also der bewegt sich schon so ein Stück. Das bedeutet, ich habe hier noch mehr von den Muttern hier. Wir werden uns jetzt eine kürzen und ungefähr halb so groß machen. Nicht ganz. Vielleicht ab dieser Rundung da, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier ist eine leichte Rundung drin. Die werden wir wegschneiden und einfach mal hoffen, dass das reicht. Ich bin mir nicht sicher, aber was soll man machen? Dann müssen wir uns eine kürzere bauen. Und das Ganze mit Loctite dann festmachen, weil wir dann natürlich den selbstsicheren Ring nicht mehr haben auf der Seite. Schade. Haben wir das so schön clean vorgestellt. Ich habe jetzt eine Mutter halbiert. Das, was ihr da seht, das blaue ist Loctite. Das ist komplett über die ganze Gewindegang. Ist jetzt komplett Loctite. Auf der anderen Seite habe ich die Schraube nochmal gekürzt und halt auch nochmal Loctite drauf gemacht. Obwohl das eine selbstsichernde Schraube ist. Aber sicher ist sicher hier. Haben wir das schon mal fertig und das geht jetzt ganz knapp vorbei. Ihr seht, ihr könnt da vorbeigucken. Ihr seht das an der Stange. Das geht jetzt ganz flüssig daran vorbei. Perfekt. Jetzt muss das Ganze natürlich hier unten wieder festgemacht werden. Wieder auf unsere alte Position. Und dann müssen wir den Dämpfer noch hier hinten spannen. Da ist hier drin eine Schraube, ja, und die müssen wir einfach festdrehen. Damit das Ganze hier drin ist, eine Feder, dass die so auf Spannung ist, dass er wieder nach oben klappt, dass sie so ein bisschen zurückzieht. Ist eigentlich eine ganz simple Sache. Deswegen ist hier jetzt kein richtiger Dämpfer, ist halt einfach eine Metallhülse mit einer Feder drin. Der Dämpfer ist komplett festgeschraubt. Schraube seht ihr, also ist halt nicht komplett. Man kann natürlich noch ein bisschen nachjustieren, aber ob das jetzt notwendig ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er so war, aber auf jeden Fall reicht er so. Weil ihr könnt mal gucken, das ist jetzt quasi der Effekt, den ihr macht. Zack, oben und er hält die halt einfach oben. Und das sieht schon ganz geil aus. Also ich denke mal, dass das am Bremsweg locker reichen sollte. Den Rest müssen wir dann halt einstellen. Die müssen frei laufen im ausgefahrenen Zustand, also so wie er jetzt ist. Müssen die frei rollen, dürfen nicht zu fest sein. Aber ihr seht, die rollen halt perfekt. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir die ein bisschen nachstellen. Die Federn hier sind gut auf Spannung, hatte ich ja eben schon gezeigt. Ja, das heißt, das nachstellen. Oh Leute, ich wollte ja gerade die Bremse festmachen hier, ne? Also das ein bisschen einstellen. Wobei die schon tatsächlich ziemlich gut ist. Kann sogar vielleicht ein bisschen lockerer. Hatten wir eben sowieso, dass die ein bisschen fester war. Was ich sagen wollte ist, guck mal hier unten. Da. Die Feder ist gebrochen. Ja. Ist mir gerade aufgefallen. Gut, dass wir drunter geguckt haben halt, ne? Feder gebrochen, ist keine Kleinigkeit. Da muss ich eine neue besorgen auf jeden Fall. Ist bei einem Anhänger jetzt nicht so wichtig halt. Solange man den halt nicht maßlos überlädt, passiert da auch eigentlich nichts. Nur halt muss auf jeden Fall gemacht werden. Werde ich gleich direkt eine neue bestellen. Aber es ist eigentlich eine Kleinigkeit zum Glück. Alle anderen sind auch in Ordnung. Ich habe direkt alle anderen auch kontrolliert. So, wie ich gesagt habe, zum Einstellen einfach hier. Diese Schraube ist eine 17er. Einfach Ratsche drauf. Und drehen in die Richtung, die ihr wollt. Das wird zum Beispiel jetzt fest. Jetzt wird der Reifen sich fast... Ja, doch, ein bisschen geht noch. Guck mal. Jetzt hört man schon, das ist richtig fest. Also wir müssen auf jeden Fall losmachen. Das heißt, wir gehen in die andere Richtung. So. Das klingt schon besser, oder? Da schleift er schon. Dann gehen wir wieder zurück. Da ist Ruhe. Den würde ich sagen, nehmen wir. Das machen wir jetzt mit allen so. Der hier war natürlich jetzt ein gutes Exempel dafür, weil er halt am Anfang fest war. Und jetzt haben wir ihn locker gedreht. Die alle anderen waren ja zu locker. Die mache ich jetzt fest. So, die Bremsen sind sehr gut eingestellt jetzt. Ihr seht, die da hinten hat gerade noch gerollt.
Lassen wir mal alle rollen hier. So, mit einer habe ich ein Problem, und das ist das Rad hier. Das schleift trotzdem irgendwie noch ein bisschen. Es rollt zwar noch, aber ihr seht, das bleibt schon stehen. Die anderen rollen immer noch. Bremsung, zack, alle bleiben stehen. Ich habe so das Gefühl, dass das bei dem am Radlager liegt. Dadurch, dass die alle mal heiß geworden sind, kann es sein, dass hier das Fett ein bisschen verbrannt ist drin. Ne? Ich werde jetzt die Kappe mal abnehmen und dann mal gucken, was das mit dem Fett da drin auf sich hat. Weil normal ist das nicht. Vielleicht ist es verbrannt, ich habe aber das gute LKW-Fett genommen. Also Schaden genommen dürfte dann nichts, außer dass es jetzt vielleicht nicht so gut rollt mehr. Machen wir es halt sauber und fetten es nochmal neu. So, jetzt müssen wir den Splint hier entfernen. Komm. Sau du. Das Fett war mal blau übrigens. Das ist auf jeden Fall schon gut verbrannt hier. So, mal sehen. Da kommt das Lager. Nicht, dass das Lager vielleicht kaputt ist. Ich mache das jetzt nochmal sauber und dann gucken wir uns das sonst mal an. Für mich sieht da, sind das keinerlei Brandspuren oder was auch immer. Es ist halt zwar warm geworden, ja. Ist ja klar, ich meine, es wurde auch warm. Aber es sieht für mich, jetzt so aus, dass nichts Gravierendes dran ist. Also für mich sieht das gut aus hier. Ich wollte das gerade fetten, aber das macht keinen Sinn. Weil sonst fängt es ja nämlich an, hier drauf zu drehen auf der Welle, wie bei meinem alten Anhänger. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen fetten wir jetzt das Lager selber. Kommt dann wieder hier drauf. Rad mit Trommel natürlich drauf. Und dann auf der anderen Seite das gleich wieder zurückbauen wie vorher halt. Ne? Also sprich, dann kommt das Lager von der Außenseite drauf. So, Radlager Nummer 1. Drauf. Schön geschmiert. Nicht so viel. Ne? Innenseite habe ich natürlich auch schon gefettet. So. Wie gesagt, das Lager habe ich schon vorgefettet. Das kommt jetzt hier rein. Zack. Schon ist das drin. Hier ist übrigens keine Unterlegscheibe drunter gewesen. Bei keinem. So, das wackelt so ein bisschen jetzt. Das ist meiner Meinung nach fast in Ordnung. Ich würde sogar sagen, so ist es sogar gut, weil der Splint genau hier reinkommt. Ein Ticken noch. Was sagt das Spiel? Ja, ein bisschen haben wir. Und er rollt meiner Meinung nach weitaus besser. Wer wissen möchte, was das für ein Fett ist, Techmol. Das ist bis zu 180 Grad steht hier, glaube ich. Also kurzzeitig, normal ist 130 sind die normalen Fette. Das ist bis 150 oder 120 normal, genau. 120 normal bis 150 geht das hier. Und kurzzeitig 180, das steht auf der Seite drauf. Hier steht es jetzt nicht drauf. Aber das ist genau das Richtige quasi für sowas, falls die Bremse mal hängt und das zu fett läuft, also zu heiß läuft und dann das Fett anfängt zu schmilzen oder sich zu verflüssigen halt. Und das ist nicht teuer. Gönnt euch mal. Und ihr merkt, es läuft halt schon viel besser. So, Splint wieder rein. Könnt natürlich auch einen neuen nehmen, logischerweise. Den ich hier rein mache, den habe ich als letztes Mal halt neu gemacht. Das. Zack. So. Das Einzige, was er verhindert, ist, dass halt die sich rausdreht. Ne? Also. Ist nicht so schlimm, wenn das jetzt ein Alter ist. Seht ihr? Passiert jetzt nichts. Kappe drauf. Zack. Jetzt wischen wir den Rest einfach noch weg. So. So, sieht doch gut aus. Haben wir das auch wieder. Und jetzt klingt das Ganze schon viel besser. Eben hat sie geschliffen und hat mich gerollt. Jetzt Bremse, bremst, los und rollt. Schleift zwar noch leicht. Aber das schiebe ich jetzt einfach mal der Bremse in die Schuhe, weil die war auch leicht einseitig am Bremsen. Ich werde das beobachten, was jetzt hierbei rauskommt. Aber ich denke, dass wir es genau richtig gemacht haben. Oh, hier ist Fett. Aufpassen, nicht, dass der Reifen Fett drauf ist oder so. Unsere Arbeit ist vollbracht. Hier haben wir alles fertig. Fettnippel muss noch rein. Seht ihr, da quillt es raus. Der kommt noch rein, aber hier ist tatsächlich genug Fett drin, würde ich einfach behaupten. Zumindest, dass es jetzt erstmal so stehen bleiben kann. Fettnippel besorge ich morgen, drehe ich eben rein, mache Fett drauf, fertig. Die Bremse ist korrekt eingestellt, so wie ich das
ja, gewollt habe tatsächlich. Das ist super, das gefällt mir so. Es wird noch ein neuer Kabelsatz kommen hier. Ihr seht langsam hier auch wieder den Flugrost durchkommen. Aber das war ja vom Originalrahmen schon vorher. Das hatten wir ja nie behandelt gehabt hier. Das wird auch irgendwann noch gefixt. Hinten hatten wir komplett neu gemacht. Habt ihr ja gesehen. Auch da alles schön, ne? Und so weiter. Und Rückleuchten sowie Positionsleuchten kommen noch. Aber das machen wir dann irgendwann die Tage, wenn Zeit ist. Ich denke, dass ich das nochmal nachstellen muss. Das kennt ihr ja, ne? Nach ein paar Kilometern wird halt immer mal das Drahtlager nochmal geprüft, ob das alles in Ordnung ist und dann wieder nachstellen. Aber das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen. Wenn ihr nochmal ein Video darüber haben wollt, bezüglich richtiges Radlager einstellen, dann kann ich natürlich eins ganz machen. Aber jetzt, oder guckt euch beim Jens eins an. Der hat nämlich auch eins gemacht, glaube ich. Ausgefallen, ne? Findet ihr unterm Kartell. Der hat eins gemacht, wie man das richtig einstellt. Meine ich zumindest. Ansonsten guckt bei YouTube. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Tschüss. Nicht vergessen, kommentieren, liken, Abo. Boom.